Wenn du denkst, es gibt keine guten Horrorspiele mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Und dieses Lichtlein heißt Layers of Fear 2. Oh, es ist endlich da und ich bin so glücklich. Also, das WASD-Kribbeln, das kehrt sofort in meine Finger zurück und Sam bekommt auch endlich mal wieder ihren verdienten Auslauf. So muss das sein. Naja, und wenn man daran denkt, dass dieses Spiel von Blooper Team entwickelt wurde, die ja eigentlich bekannt sind für gute Spiele. Ich denke da an Observer und den Vorgänger von Layers of Fear natürlich. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Der war einfach nur richtig gut. Eins meiner Lieblingshorrorspiele. Wenn ihr das noch nicht kennt, auf jeden Fall nachholen, auf jeden Fall spielen. Ich habe es leider auf dem Kanal noch nicht gespielt. Also privat natürlich schon, aber hier leider nicht. Aber ich verspreche mir Großes von diesem Spiel, denn Blooper Team, also die sind einfach Meister des psychologischen, atmosphärischen Horrors. Und ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los. Ich weiß ungefähr so viel. Es spielt auf einem Schiff. Es spielt auf einem Schiff, das weiß ich. Oh. Aber mehr auch nicht. Und so wie es aussieht, hat das, glaube ich, wenig mit dem Vorgänger gemein. Oh. Also ohne zu spoilern, im ersten Teil ging es ja eher um eine Familie in einem Haus. Der Vater war Künstler, die Familie nicht ganz glatt. Und ich bin gespannt, was uns hier erwartet. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt, weil ich einfach weiß, dass das Spiel mich kriegt. Rose! Du, die Titanic sinkt. Oder auch nicht. Oh, das sieht so gut aus. Aber weißt du, was ich mal kurz mache? Weißt du, was ich mal kurz mache? Ich mache das da aus. Gefällt mir einfach besser. Oh. Crouchen können wir. Mit Springen ist noch nix. Aber war ja auch noch nie so. Was? Tür öffnen? Ja, warte mal. Warte mal, warte mal. Sofort. Das Schiff geht ja bloß unter. Wir haben ja noch Zeit. Und Frage ist, hat das was mit dem ersten Teil zu tun oder nicht? Huch. You almost had it. Oh. Was hätte ich denn fast geschafft? Akt. Was ist denn das? Ist das eine 1? The Unmooring. Keine Ahnung, was das heißt, du. Frag mich nicht. Was? Wie tritt auf? Hier, jetzt passe mal auf. Was ich absolut nicht leiden kann, ist, wenn mir irgendwelche Leute sagen, was ich hier zu machen habe und was nicht. Ich will jetzt hier alles erkunden. Ich bleibe wach, wie ich das will und wann ich das will. So, den Charakter formen. Das kommt mir sehr bekannt vor. Verknüpfe die Erinnerungen, Träume und Ängste. Bereite dich auf die große Rolle vor. Welche Rolle denn? So, drehen wir mal rum, das Ding. Oh, Galgenrätsel, hä? Kontakten? Ach, was weiß ich. Ja, hier müssen wir wahrscheinlich irgendwas hinschreiben. So, was ist das denn? Oh, Englisch. Ich habe doch Deutsch eingestellt. Warte mal. Ja, genau.
Ich hoffe, du hast dich gut eingelebt. Bedenke, was wir besprochen haben. Konzentriere dich auf das, was du am besten kannst. Finde deinen Ort. Finde deine Motivation. Forme den Charakter. Vertraue mir, es wird sich lohnen. Ich versuche, mit dir in Kontakt zu bleiben. Gute Reise. Dein Freund und Agent? Wir haben einen Agenten? Oh, cool. Coole Sache. Wir müssen ja eine Person höchster Wichtigkeit sein. Ja. Ich will mir alles angucken. So, was haben wir hier? Eine alte Kamera. Rein und wieder raus. Rein und wieder raus. Da muss ich wahrscheinlich was reinlegen. Muss ich sicherlich auch noch finden. Hier ist ein sehr schönes Gemälde. Hat vielleicht der Künstler aus dem ersten Teil gemalt. Wer weiß. Hier führt eine Treppe nach oben. Will ich aber noch gar nicht hin. So, was ist das? Oh, und schon eingelegt. Was für eine Technik. Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Ja, da hört die Mathebegabung auch schon auf. Es ist ein Spiegel, in dem wir uns wie immer nicht sehen können. Aber das ist ja nichts Neues. So, was haben wir hier? Ist das, Feuer? Ach, das wird so eine Filmrolle sein, oder? So eine abgebrannte Filmrolle. Wer sind wir denn? Sind wir wieder Künstler? Hier ist zu. Nee, hier ist... Hä? Hier ist auch zu. Schade. Hier können wir gar nicht durch. Das kam aber gerade hier nicht, das Symbol. Ach so. Ach so. Ein Badezimmer. So, das Erste, was ich probiere. Klospülung funktioniert. Warmes Wasser funktioniert. Kaltes Wasser funktioniert. Ein Spiegel funktioniert nicht. Der hat noch nie funktioniert. So, Dusche machen wir an. Zack. Und am besten hier, hier das auch. Und das auch. So. So, Leute. Und jetzt wissen wir ja schon, warum das Schiff am Anfang gesunken ist. Na? Zeig euch, wie das geht. Ich kann sowas. Ah, geht nicht auf, Mist. Okay, hier wahrscheinlich Kreide finden oder sowas. Oder das Wort. Hier eine Filmrolle finden. Das haben wir gelesen. Ich will nichts verpassen. Hier haben wir noch einen Metronom. Tick, tack, tick, tack. Mind, fuck. So. Ja, gehen wir einfach nach oben. So, geht das so? Ja. Oh, schön. Und wir können uns wieder alles angucken, wie auch im ersten Teil. Genau das habe ich gewollt. Genau das wollte ich doch. Warte mal. Aber schon schick das Schiff, ne? Cool. Ja, weiter geht's nicht. Huch, nein. Bitte nicht. Die Ruhe vor dem Sturm. Ich weiß es doch genau. Sehr schön. So, was haben wir hier? Mach Mund zu, sonst kommen die Fliegen rein. So. Oh, hier überall diese... Ne? Holt den roten Teppich raus. Hier komme ich. Sehr geehrter Gast, das Zimmer wurde nach Ihren Wünschen eingerichtet. Die Filmrolle wurde kurz vor der Abfahrt geliefert. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Hochachtungsvoll, Icarus Transatlantik. Ist der für uns, der Brief? Wenn er für uns ist, schmeiße ich den jetzt hier hin. So gehört sich das. Hm. Oh. Oh. Ist das hier unser eigenes Heimkino? Warte mal, ich muss... Gibt es hier noch mehr Türen? Naja, ich gehe erstmal rein. Was man hat, hat man. Wer weiß, was noch passiert. Oh, wieder ein Zettel. Den Charakter formen. Vorbereitung. Frage dich, wer bin ich? Wo? Bin ich. Okay.
Sind wir Schauspieler? Weißt du, so ein Dievenhafter, so ein egozentrischer, so ein Typ, der sich für den größten Dödel der Welt hält? Kann das sein? Guck mal, das sind doch die Filmdinger, die brauche ich. Oh, das war zu tief. Wir sind wahrscheinlich wieder verrückt. Ich sehe es doch schon kommen. Ah, cool. Gib mir das. So. Ach nee, erst hier rein. Genau. So. One in his time plays the parts of many men. He observes the others, while the others watch him. He's expected to behave properly, wandering through worlds that aren't really there. He puts on masks and adjusts accordingly. Each mask is a character. Each character, a layer. Layers upon layers, calling out to him. He must build the character he was meant to portray, or lose himself completely. Submerged, tightly surrounded by lives he's never lived. And yet, he stands on a stage where every man must play a part. And his is a sad one. Immer noch Akt 1, The Unmooring. Jetzt mit etwas anderem Bild. Okay. Wir haben diese Filmrolle bestellt. Eine Puppe, na klar, was auch sonst. Wir haben diese Filmrolle bestellt und ich glaube nicht, dass es genau das Motivationsvideo ist, was wir uns anschauen sollten. Ich glaube, wir sind nicht ganz dicht. Und werden sicherlich noch auf Puppen treffen. Ich hab's so im Gefühl. Ich hab's so im Uranus. Ich hab's so im Bäuchlein flackern. Hä, Nanu? Ja, natürlich ist jetzt hier wieder alles anders. So, lass mal schauen. Sehr geehrter Gast, auf Wunsch des Regisseurs wurde dieser Bereich des Schiffs für alle Passagiere und Crewmitglieder gesperrt. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag. Icarus Transatlantic. Alles klar. Oh, lecker. Hm. Sehen aus wie Kacke-Donuts. Blümchen, Äpfel, Birnen, so wie sich das für einen Schauspieler gehört. Ach, scheiße, Mann, warum müssen wir arrogant sein? Okay, hier ist zu. Also, wer weiß, ob wir arrogant sind, aber zumindest mutmaße ich, dass wir nur das Beste vom Besten gewöhnt sind. Kind! Kind! Kinder in Spielen, ey. Kinder in Spielen. Das hatte ich doch jetzt erst, aber das war nicht gruselig. Ganz ruhig, ganz ruhig. Dafür liebe ich dieses Spiel doch. Dafür liebe ich es doch. Ich vernehme ein Rauschen. Sind wir noch auf dem Schiff? Sind wir noch auf dem Schiff? Das Klavier musste natürlich sein. So, warte mal, kann ich die Zeitung nehmen?
Wow. Wenn das mein Wohnzimmer wäre, kannst du aber wissen. Sonst gibt es hier keine Türen. Es gibt nur die eine. Ich wollte nochmal die Runde drehen. Hallo? Ich bin nicht verrückt. Ich sehe nur so aus. Oh, ich dachte, da sitzt jemand. Ist aber doch nur eine Vase. Sehr schön. Ach, da kommen die Geräusche her. So, mal. Alles klar. Listen, once you get there, just do what you have to do. Get to the set and build this character for him. That's all that matters. Hm. Ja, sieht gebraucht aus. Was haben wir mit den Puppen? Hier, guck mal, kaputt gegangen. Kommen wir mit unserem Ruhm nicht zurecht? Ist es das? Also ich möchte natürlich keine voreiligen Schlüsse ziehen, aber eigentlich schon. Und wenn ihr schon mal ein Let's Play von mir geschaut habt, dann wisst ihr auch, dass ich das immer mache und ich kann das auch nicht ablegen. Ich muss immer Theorien bilden. Immer, immer, immer. Ganz wichtig für meine Existenz, damit ich mir vorgaukeln kann, wenigstens irgendwas zu wissen. Oh, geht das hier auch? Ah ne, hier ist zu. Alles klar. Wow. Schön. Schön. Ich kann doch hier bestimmt durch. Nein? Nee? Da. Okay. Wir sind auf der Titanic. Stimmt's? Das wäre irgendwie cool. So, warte erstmal hier. Und dann. Ach nee, hier unten noch. Warte. So. Zack. Und jetzt auf das Ding. Was kann hier schon passieren? Wir sind hier vollkommen sicher. Da bin ich mir sicher. Ist aber auch ein cooles Setting, ne? Mit dem Boot. Finde ich ziemlich gut. Hier ist wieder zu. Alles klar. Zeitung. Wer flüstert denn da hinter meinem Rücken? Das mag ich gar nicht. Yeah, yeah. I know you've told me a million times how much you hate the sea. And I'm telling you, this gig is just too good to pass up. Okay, anscheinend wurden wir dazu überredet, hier mitzufahren. Warte mal. Transatlantic to the edge of the world and back again. Naja, gut. Die haben auch auf jeden Fall den gleichen Künstler mehrmals engagiert. Hier zeichnen wir mal 50 davon. Nee, warte mal. Ich will noch mal gucken hier. Ich wette mal, die Tür geht eh nicht auf. Später vielleicht. Es ist ja eigentlich auch immer noch der Prolog. Das heißt, ich kann mich gar nicht wehren. Ich muss machen, was sie wollen. Ich muss es einfach tun. Ach so, ja, zu. Und los geht's. Oh, geht nicht mehr? Okay. Wo ist die schöne Fahrstuhlmusik? Ich hoffe, das ist das Fotolabor. Oh ne, Leute. Okay, alles gut. Kleiner Zwischenstopp. So, zack, schnell raus. Schnell raus. Oh, jetzt können wir das ganze Schiff erkunden. Das ist natürlich echt cool. Die Flüsterstimmen kommen wieder. All third class passengers this way, please. Did you check the lower decks this time? I swear to God, if we find any stowaways again, you'll never set foot on a ship again. Ha, sind wir vielleicht ein Matrose, der vom großen Schauspiel träumt, weißt du, von der großen Rolle, die wir uns nie erfüllen konnten?
Oh Gott. Und der vielleicht immer nur von allen herumgeschubst wird? Schnell weg da. Zu, natürlich. Könnte auch sein. Kann alles sein. Alles ist noch möglich. Alles ist noch offen. Wir können spekulieren, bis wir schwarz werden. Och nö, Leute. Auf jeden Fall ist dieses Schiff ja anscheinend gesunken. Ne? Und wenn wir die Dusche wirklich jetzt nicht mehr zudrängen können, sind wir auf jeden Fall dafür verantwortlich. Das lastet sicher schwer auf unseren Schultern. Hier geht's lang. Hier geht's lang. Hier ist ein Vorschlaghammer. Den würde ich gerne mitnehmen. Kann ich nicht dran drehen. Okay. Oh, und hier geht's tatsächlich rein. Ja, warte mal. So. Hier ist zu. Alles klar. Hier kann man sich auch nichts mehr angucken. Nope. So. Tür zu, es zieht. Bisschen Privatsphäre hier. Es speichert, es speichert. Ich bin auf alles vorbereitet. Auf alles. Hä? Ging doch gerade. Warte mal. Sicherheitsbüro. Oh. An leitender Sicherheitsbeauftragter. An dich, leitender Sicherheitsbeauftragter. Die neuen Abläufe treten ab kommender Woche in Kraft. Die Firma macht Sie persönlich für deren Einhaltung verantwortlich. Bereiten Sie alle Wachen auf ausführliche Anweisungen vor. Wieso Wachen? Wie Sie bereits wissen, gab es in der Vergangenheit bereits Fälle von unerwünschten Personen, die an Bord gelangt sind. Wir müssen sicherstellen, dass dies nicht mehr vorkommt. Kurz gesagt, blinde Passagiere werden nicht toleriert. Okay. Sind wir einer dieser blinden Passagiere? Sind wir vielleicht doch kein Matrose, sondern einfach ein blinder Passagier? Oder halt wirklich nur der arrogante Schauspieler. So, lass mal. Nein. Nein, nein, nein. So, auf das Ding. Ich sehe nicht viel. Ich sehe, dass es eventuell Schuhe sein könnten. Ich weiß nicht, wie ihr das auf YouTube seht. Ich muss das nochmal... Oh. Ich muss mir das nochmal anschauen. Was steht denn da? Steht da was? Nee, da steht gar nichts. Gehört einfach niemanden. Also praktisch mir. Vielleicht muss ich mir die Form auch merken. Ah, jetzt habe ich den. Okay. Wie kann ich darauf zugreifen? So, erstmal zu. Also I funktioniert schon mal nicht. Ah, ein frisches Lüftchen. Huch. Guck mal, hier gibt es ein Leck. Es ruckelt aber noch ganz schön beim Ranzoomen. Naja, was soll's. Wir haben einen Schlüssel bekommen. Und ich kann hier nicht vorbei, weil Türen sind offen. Machen wir doch glatt mal zu. Zack, jetzt kein Problem mehr. So. Ich erwarte alles. Okay, jetzt ist hier zu. Vielleicht hier? Tatsache. Fängt aber auch schon an hier, ne? Überall tropft das Wasser runter. Warte mal. Liegt hier was? Hier, guck mal. Nimm das doch einfach mal mit und reparier mal die Rohre. So, gar kein Problem. Oder doch.
bis jetzt ist es noch relativ ruhig, außer der eine gute Jumpscare gerade. Never met the guy in person, but few people have. That's why you hear all these rumors about him being broken or disfigured. All that nonsense. Und warum finden wir dann jetzt diesen Stock? Also ja, es gab wohl seltsame Begebenheiten hier, seltsame Fälle, aber Leiche? Was für eine Leiche? Hier geht's nicht hoch. Hier geht's aber runter. Komm gleich. Ich komme sofort. Ich komme gleich. Ich muss mich jetzt erst wieder in Horrorstimmung begeben. Okay, hier ist zu. Die Aufregung ein bisschen legen und ich will mich ja auch erschrecken. Das ist mein oberstes Ziel. Und dann quatsche ich immer dünne. Um den Grusel zu verscheuchen. Bringt aber nicht viel. Oh. Nix mitnehmen? Nichts mitnehmen? Schade.